dürfen Frauen selbst entscheiden, ob sie Mutter werden. In Europa schien das per Gesetz geklärt. Eine konservative Gegenbewegung stellt dieses Recht in Frage. In Italien werden abgetriebene Föten von katholischen Aktivisten hinter dem Rücken der Frauen begraben. Dieses Stofftier habe nicht ich hingelegt. Die Abtreibungsgegner sind international aktiv. Frauenrechtlerinnen geraten zunehmend in die Defensive. Auf unsere Frauen wird psychischer Terror ausgeübt, so wie in den USA. Die Internationale der Abtreibungsgegner ist finanziell gut ausgestattet. Sie hat einflussreiche Förderer und Geldgeber in Russland und in den USA. In Amerika gewinnt wieder das Leben. Aber noch sind die Methoden und die Ziele der Pro-Life-Bewegung nur wenigen bekannt. Ich bin die Mutter einer wunderbaren jungen Frau, die davon geträumt hat, Kinder zu bekommen. September 2016. Die Sizilianerin Valentina Miluzzo ist seit 4 Wochen mit Zwillingen schwanger. Weil Komplikationen auftreten, wird Valentina ins Krankenhaus von Catania eingeliefert. Ihr Zustand verschlechtert sich. Ich finde meine Tochter allein im Krankenzimmer und bewusstlos, weiß wie ein Leintuch. Als ich sie aufwecke, sagt sie: Mama, ich sterbe. Darauf sagt der Arzt: Was hat er gesagt? Er sagte: Ich weigere mich, aus Gewissensgründen Kinder umzubringen. Ihre Herzen schlagen noch. Ich weiß nur, dass es meiner Tochter gut ging, als sie ins Spital ging, und dass wir sie in einem Sarg zurückbekommen haben. Das Leben der schwangeren Frau wurde als zweitrangig angesehen. Dabei hätten die Ärzte in einem Notfall wie diesem dem Gesetz nach anders handeln müssen. Die Situation erinnert an vergangene Zeiten. Jeden Tag stirbt damals eine Frau an den Folgen einer heimlichen Abtreibung. Viele riskieren ihr Leben, um eine Schwangerschaft geheim zu halten. In den 60er Jahren ist Schwangerschaftsabbruch fast in ganz Europa illegal. So wird mit Stricknadeln oder Kleiderhaken abgetrieben. Wer es sich leisten kann, fährt nach England oder Holland. Die Wartezeit wird Ihnen endlos erscheinen. Vermutlich wird die Abtreibung zwischen 2 und 3 Uhr früh sein. Immer wieder kommen Frauen wegen eines Schwangerschaftsabbruchs vor Gericht. In Frankreich, Westdeutschland und Italien gehen Tausende für die Freigabe der Abtreibung auf die Straße. Zwei Generationen später in Portugal. Im Geheimen abtreiben ist eine schreckliche Erfahrung und sehr schmerzhaft. Ich will nicht, dass meine Enkeltochter erlebt, was ich durchgemacht habe. Manuela Goisch ist Psychologin und inzwischen Großmutter. Als sie in Lissabon abgetrieben hat, war das verboten. Damals war sie 20. Sie studierte noch und wollte noch nicht Mutter werden. Ich hatte Angst zu sterben. Betäubt wurde ich mit einer Ethermaske. Ich wurde festgeschnallt. Es war eine große Angst, eine Panik, die einen für das ganze Leben prägt. Erst 2007 entscheidet ein Referendum in Portugal für die Freigabe der Abtreibung.
Doch schon 8 Jahre später versucht die konservative Regierung, das Gesetz wieder zu kippen. Gesetzesvorhaben Nummer 790-12 über die Unterstützung von Mutterschaft und Vaterschaft für das Recht auf Geburt. Dieses Gesetz sollte den Schwangerschaftsabbruch wieder erschweren. Ärzte, die sich weigern abzutreiben, sollen unterstützt werden. Die Opposition spricht von einem Rückschritt in finstere Zeiten. Hinter diesem Vorstoß steckt böse Absicht. Sie wollen Psychoterror gegen die Frauen ausüben, wie in den USA. Isabel Alves Moreira ist Verfassungsrechtlerin und sozialistische Abgeordnete. Mich schockiert, dass nicht die extreme Rechte dahinter steckt oder eine Gruppe von Fanatikern. Es kommt von den Mitte-Rechts-Parteien. In Portugal haben Pro-Life-Gruppen lange auf eine konservative Regierung gewartet, um ihr Anliegen durchzusetzen. Nach Portugal kommt 2011 Spanien an die Reihe. Mariano Rajoy wird Premierminister, an der Spitze einer Mitte-Rechts-Koalition wie in Portugal. Im Wahlkampf hat er versprochen, legale Abtreibung nur auf die Opfer von Vergewaltigung zu beschränken oder auf Fälle, in denen Mütter in Lebensgefahr sind. Abtreibung abschaffen. Anti-Abtreibungsaktivisten machen Druck auf die neue Regierung. Wir wollen Mariano Rajoy und seine Regierung daran erinnern, dass sie die Änderung des Abtreibungsgesetzes zu einer Priorität machen sollen. Alle sollen das Recht auf Leben haben, auch die noch nicht Geborenen. Ignacio Arzuaga wurde in den USA zum Internetaktivisten ausgebildet. Er stellte sich ganz in den Dienst der Anti-Abtreibungsbewegung. Unter dem Druck der christlichen Aktivisten gibt der damalige Regierungschef nach. 2014 kommt das neue Gesetz ins Parlament. Mitglieder der Regierungspartei haben mir gesagt, dass sie sich ohne unsere Mobilisierung, unsere Großkundgebungen, niemals für den Schutz des Lebens eingesetzt hätten. Auch Verteidiger des Rechts auf Abtreibung mobilisieren. Auch sie gehen auf die Straße. Meinungsumfragen zeigen, dass die Mehrheit die bisherige Fristenlösung beibehalten will. Als der Druck steigt, zieht Rajoy sein Gesetz zurück. Ein Rückschlag für die Pro-Life-Bewegung, die den Kampf jetzt nach Brüssel tragen will. Die Europäische Union ist für die Abtreibungsfrage zwar nicht zuständig, aber sie unterstützt Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch in Entwicklungsländern mit 500 Millionen Euro. Hier wollen die Abtreibungsgegner ansetzen. Warum sollten wir europäisches Steuergeld ausgeben, um Abtreibungen zu ermöglichen? Arzuaga und seine Mitstreiter nützen ein neues politisches Instrument. Seit 2013 können EU-Bürger und Bürgerinnen neue Gesetze vorschlagen, wenn sie mindestens 1 Million Unterschriften sammeln. Die ersten, die diese Möglichkeit nützen, sind die Abtreibungsgegner. Mit ihrer Petition One of Us fordern sie, die finanzielle Unterstützung von Abtreibung im EU-Ausland einzustellen. 1.700.000 EU-Bürger unterschreiben, 25.000 davon in Österreich. Neil Dutter beobachtet seit Jahren, wie Abtreibungsgegner in Europa immer mehr Einfluss gewinnen.
One of Us hat die Abtreibungsgegner beflügelt. Sie konnten eine Anhörung im Europäischen Parlament durchsetzen und ein Gespräch mit der Kommission. Das hat ihre Glaubwürdigkeit erhöht. Ende 2014 gründen die Initiatoren der Petition eine Lobbying-Gruppe, die beim Europäischen Parlament offiziell akkreditiert ist. Sie wollen die politischen Debatten beeinflussen. Hier werden Netzwerke konservativer Abgeordneter geknüpft und Verbindungen, die über Europa hinausreichen. Die deutsche Sophia Kubi ist eine der Sprecherinnen dieser neuen Lobby. Willkommen, das soll eine schnelle Runde sein, weil wir in der Mittagspause alle am besten verfügbar sind. Sophia Kubi trat erst mit 19 in die Kirche ein. Heute betreibt sie Medienarbeit für konservative Katholiken. Ich glaube, was wir sehen, ist, dass es eine ganz erstaunlicherweise eine junge Generation gibt, die sagt, wir wollen uns nicht zufrieden geben mit diesem Unrecht, was da geschieht. Wir sehen, es gibt eine Inkohärenz, dass wir sagen, Menschenrechte sollen für alle gelten und unabhängig von jedem Merkmal. Und gleichzeitig, das gilt sozusagen für jeden, nur nicht für das ungeborene Leben. In Brüssel agieren Sophia Kubi und ihre Mitstreiterinnen nicht nur öffentlich. Sie haben auch ein verborgenes Programm. One of Us ist das sichtbare Gesicht der Anti-Abtreibungsbewegung. Da folgt man den Regeln der politischen Korrektheit. Aber dahinter steckt eine größere Gemeinschaft, die in 30 oder 40 Ländern vertreten ist. Diese Gemeinschaft ist straff organisiert, wie aus internen Dokumenten hervorgeht. Name der Organisation: Agenda Europe. Ihre Treffen sind geheim. Streng vertraulich. Dieses Programm darf unter keinen Umständen verbreitet werden. Keine Journalisten. Unter den Organisatoren ist auch der Name Sophia Kubi zu finden. Wozu werden die Treffen von Agenda Europe geheim gehalten? Also es ist nicht irgendwie ein Geheimnis, dass wir uns treffen, dass wir zusammenarbeiten. Aber in Ihren Dokumenten steht, dass man nicht mit Journalisten reden soll, dass über die Treffen nichts bekannt werden soll. Also dass es Zusammenarbeit gibt, ist kein Geheimnis. Aber was natürlich, und das ist jede, im Prinzip, also ob es Europäische Union ist, ob es egal wer, muss natürlich die Möglichkeit haben, sich zu treffen, ohne dass die Öffentlichkeit dabei ist. Natürlich, der Rat hier trifft sich nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dass Agenda Europe lieber im Schatten bleiben will, könnte daran liegen, dass einige ihrer Ziele Anstoß erregen dürften. Dieses Dokument enthält das Programm von Agenda Europe gegen das Recht auf Abtreibung und gegen Homosexualität. Die Duldung von Ehescheidung, Empfängnisverhütung, Abtreibung, Homosexualität und Leihmüttern wirkt sich für uns alle aus. Es folgt daraus ein Prozess der Entzivilisierung, der moralische Niedergang der ganzen Gesellschaft. Sie schreiben, dass nur mehr 20 Jahre bleiben, bis die westliche Zivilisation unter der perversen Ausdehnung der Menschenrechte zusammenbricht. Also ein recht interessantes und einzigartiges Dokument. Nach dem Schwangerschaftsabbruch werden also Empfängnisverhütung und Ehescheidung ins Visier genommen. Frauen sollen wieder leben wie in früheren Zeiten. Noch treten die Pro-Life-Gruppen in Brüssel vorsichtig auf, aber längerfristig wird es darum gehen, die Einstellung der Bevölkerung zu verändern. In Frankreich wird das bereits versucht. Meine Damen und Herren, sind Sie bereit, Ihre Liebe zum Leben hinauszuschreien? Ein Sonntag in Paris. Festliche Stimmung, aber sehr gesittet. Das ist nicht die Gay Pride Parade, sondern der Marsch fürs Leben.
Im Jänner 2017 gehen 10.000 Menschen mit. Und das Neue, die Jungen haben die Organisation übernommen. Emile Duport ist ihr Sprecher. Der 35-jährige Werbefachmann hat die Kampagne entworfen. 06 64. Das ist wirklich das Leitmotiv, das uns alle versammelt. Eines meiner Plakate sagt, das ist mein Körper, nicht deine Entscheidung. Das gefällt mir besonders, weil es einen Slogan der Feministinnen übernimmt und ihn auf alle Körper ausweitet, nicht nur auf den Körper der Frau. Mein Körper, meine Entscheidung, lautete der Leitspruch der französischen Feministinnen. Duport benutzt den Spruch der Frauen und kehrt ihn gegen sie. Er hat es geschafft, das Image der Abtreibungsgegner zu entstauben. So hat er eine Jugendbewegung gegründet, die er die Überlebenden nannte. Wenn Sie nach 75 geboren sind, standen die Chancen, abgetrieben zu werden, für Sie 1 zu 5. Vielen von uns fehlt eine Schwester oder ein Bruder. Also haben wir die Gruppe der Überlebenden organisiert. Der Name Die Überlebenden soll suggerieren, dass sie trotz der Freigabe der Abtreibung überlebt haben. Eine 1 zu 5 Chance zu leben, das ist nicht genug. Mit den 4 Fingern einer Hand soll gezeigt werden, dass ein Kind fehlt. Dabei wird verschwiegen, dass es vor 75 genauso viele Abtreibungen gab, nur eben illegal und unter medizinisch oft fragwürdigen Umständen. Das wichtigste Tätigkeitsfeld von Emile Duport ist das Internet. Er hat eine ganz eigene Welt kreiert. Witze, Farben, aufregende Titel. Wer hier surft, glaubt, auf einem Sexforum für Jugendliche zu sein. Aromatische Kapseln für die Vagina. Warum Sexfreundschaften oft schlecht enden. Ich habe mich für Abtreibung entschieden. Zwischen den Schlagzeilen wird aber alles aufgezählt, was gegen Schwangerschaftsabbruch spricht. Du solltest zumindest wissen, dass die Gefahr, unfruchtbar zu werden oder Depressionen zu bekommen, sehr groß ist. Das wird dein ganzes Leben behindern. Hinter solchen Videobotschaften steckt ein gut durchdachtes Konzept. Dort steht schwarz auf weiß. Die Zielpersonen sollen denken, dass es hier um Meinungsfreiheit geht. Sie sollen denken, dass sie auf einer Jugendseite sind, die sie nicht verurteilt und ihnen auch nicht sagt, was sie zu tun haben, auch wenn wir genau das vorhaben. Diese neue Bewegung hat ihre Intellektuellen. Eine von ihnen ist die 25-jährige Eugénie Bastier. Sie wird zu zahlreichen Talkshows eingeladen. Immer wieder kommt sie auf das Thema Abtreibung zu sprechen. Ich persönlich halte es für Mord. Und ich finde es willkürlich, dass man zwischen 2 Leben entscheiden soll. Dem der Mutter und dem Leben eines Kindes. Heißt das für Sie, dass Frauen, die abtreiben, Verbrecherinnen sind? Ich weiß nicht unbedingt, ob das bedeutet, dass... Wer einen Mord begeht, ist doch eine Verbrecherin. Auch wenn ihr nachher verziehen wird, gilt sie doch als Verbrecherin. Wenn Sie mit dem Auto jemanden totfahren, macht Sie das zum Verbrecher? Wenn Sie es vorsätzlich tun, sind Sie kriminell. Abtreibung geschieht vorsätzlich. Für mich ist nicht der Vorsatz wichtig, sondern dass hier ein menschliches Wesen getötet wird. Also weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Dann nennen Sie es nicht Mord. Sagen Sie mir ein anderes Wort. Ich habe keine Angst vor Worten. Und ich mag es nicht, wenn man die Realität verharmlost, um politisch korrekt zu sein. Eugénie Bastier schreibt Kommentare für den Figaro, die größte Tageszeitung Frankreichs. Und sie schreibt auch für die konservativ-christliche Zeitung Limit. Im Körper einer schwangeren Frau ist alles zum Schutz des Embryos organisiert. Wenn also der Embryo operativ entfernt wird, wird dem weiblichen Körper Gewalt angetan. Sieht man Ökologie als Schutz aller Lebewesen, hilft uns das, über dieses Problem nachzudenken. Die
In Italien spielt die Kirche in der Abtreibungsfrage eine große Rolle. Hallo, hier Vita di Donna, wie kann ich dir helfen? Ich möchte mich über einen Schwangerschaftsabbruch erkundigen. Ich habe heute den Test gemacht. Wann war deine letzte Regel? Wenn man den Tag mit Lisa Canitano verbringt, spürt man nicht, dass Abtreibung in Italien seit 40 Jahren legal ist. Verein Vita di Donna, ich höre. Die Gynäkologin hat eine Hilfsorganisation für Frauen gegründet. Aber deine Freundin ist noch innerhalb der Frist. Sie befürchtet, dass sie die Frist versäumt, weil sie keinen Termin bekommt. Sie soll mich anrufen. Ciao, cara, ciao. Riceviamo almeno 6-7 telefonate al giorno. Jeden Tag rufen uns 6 oder 7 Frauen an, weil sie nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen. L'Italia è in una posizione difficile. In Italien weigern sich inzwischen 70% der Gynäkologen, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Al 70% nei dati più recenti. Aus religiösen oder ethischen Gründen dürfen Ärzte den Eingriff verweigern. Einer der Gründe, warum die Sizilianerin Valentina nicht gerettet wurde. In der Umgebung von Rom sind 8 von 10 Frauenärzten Verweigerer. Spitäler müssen also externe Ärztinnen wie Lisa zu Hilfe rufen. Warst du schon öfter schwanger? Nein. Wann war deine letzte Blutung? Am 6. August, glaube ich. So genau weiß ich das nicht mehr. Quando è uscita la legge? La Chiesa ha chiesto ufficialmente a tutti gli operatori. Als Schwangerschaftsabbruch in Italien legalisiert wurde, da hat die Kirche alle Ärzte und Krankenschwestern aufgefordert, die Ausführung des Gesetzes zu blockieren. Das hat nicht geklappt. Daraufhin hat die Kirche einen anderen Weg eingeschlagen, einen heuchlerischen. Sie hat alles daran gesetzt, die Leitung der Geburtsstationen in öffentlichen Krankenhäusern mit katholischen Ärzten zu besetzen. Somit muss eine Ärztin sehr mutig sein, um sich nicht zu weigern. Die Gemelli-Klinik in Rom ist zu 100% katholisch. Ciao. Professor Neuer leitet die pränatale Diagnostik. Ciao. L'obiezione di coscienza è un diritto costituzionale. Die Verweigerung einer Abtreibung wird von der Verfassung garantiert. Ein heiliger Altar, der verhindern soll, dass eine ideologische Diktatur den Ärzten ihren Willen aufzwingt. Impedisca di scegliere secondo coscienza. Wie lassen sich das persönliche Gewissen der Ärzte und das Recht auf Abtreibung vereinbaren? Das lässt sich nicht vereinbaren. Was das bedeutet, hat Valentina Scarozza vor 4 Jahren erfahren.
Ich habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt, hatte keine Arbeit. Ich habe noch studiert wie mein Freund, der auch noch keine Arbeit hatte. Das Kind zu behalten hätte bedeutet, mein Studium abzubrechen und mein eigenes Leben aufzugeben. Weil sie auf einmal heftige Schmerzen bekommt, geht Valentina in die Ambulanz. Dort empfängt sie einen Arzt, der zu den Verweigerern gehört. Als ich sagte, dass ich das Kind nicht bekommen wollte, sagte der Arzt, das mache ihn sehr traurig. Er stellte mir alle möglichen Fragen über mich und meinen Freund. Obwohl ich wegen meiner Schmerzen gekommen war, musste ich dieses Verhör über mich ergehen lassen. Niemand gab mir ein Schmerzmittel. Niemand sagte mir, was los mit mir ist, ob das schlimm sein kann oder nicht. Nessuno mi sta dando un cazzo di antidolorifico, nessuno mi sta dicendo hai questo problema o quest'altro, è grave o non è grave. Er sagte, ich solle diese Schmerzen nützen, um über meine Entscheidung nachzudenken, da dies ja auch eine schmerzhafte Entscheidung sei. So wie ich voller Angst und mit meinen Schmerzen ins Spital gegangen war, so bin ich mit Angst und Schmerzen wieder weggegangen. Valentina ruft mehrere Ärzte an, die Abtreibungen durchführen, aber alle sind ausgebucht. Am Ende konnte ich mit einer gynäkologischen Klinik sprechen. Man schlug mir einen Termin in 6 Monaten vor. Das Einzige, was ich herausbrachte, war: Gut, dann komme ich, wenn mein Sohn den Führerschein hat. Dabei fragst du dich, wie gibt es sowas? Ich habe doch das Recht, in einem öffentlichen Spital abzutreiben. Das gehört zu deren Arbeit. Ich verlange doch nichts Unmögliches. Dein Körper wird zur Geißel und andere entscheiden über dich. Valentina hat doch noch einen Termin bekommen. Aber Tausenden geht es wie ihr. Der Grund dafür liegt nicht weit entfernt, im Vatikan. Seit unserer Geburt hat Gott uns vergeben, indem er die Erbsünde von uns genommen hat. Vergebung ist ein Leitmotiv dieses Papstes. 2016 beschloss Franziskus, allen Frauen, die abgetrieben haben, zu vergeben. An seiner Lehre ändert das nichts. Die Botschaft ist sehr klar. Jedes Menschenleben ist einzigartig. Deshalb ist die Vernichtung jedes Lebens ein Verbrechen gegen die Menschheit. In Italien hat das Wort der Kirche besonderes Gewicht. Der Kampf gegen Schwangerschaftsabbruch wird bis in die Friedhöfe getragen. In Gallarate in der Lombardei werden demonstrativ Föten zu Grabe getragen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Diese Gläubigen sind Mitglieder der Gruppe Mit Maria das Leben verteidigen. Sie haben Verträge mit einigen öffentlichen Spitälern und holen Woche für Woche abgetriebene Föten ab. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Prepariamo il canto numero 5. Unser Gebet und das Opfer dieser Kinder mögen bei Gott Vergebung erwirken für jene, die für ihren gerechten und gewaltsamen Tod verantwortlich sind. Alberto Veruto ist einer der Organisatoren dieser Begräbnisfeiern, die inzwischen in vielen Teilen Italiens üblich sind.
la nostra esistenza terrena. Il tuo spirito possiamo giungere insieme con tutti i nostri fratelli defunti nella gioia del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Die Körper werden wie medizinischer Abfall weggeworfen, wie ein Blinddarm oder ein Tumor. Das ist inakzeptabel. Wenn wir diesen Kindern eine Identität geben, ändert das alles. Die Gruppe gibt an, seit 1999 insgesamt 120.000 Föten beigesetzt zu haben. Wissen die Frauen Bescheid? Die Organisation und die Spitäler sagen, die Frauen würden nach einer Abtreibung über diese Praxis informiert. Marzia Tiburgo aus Turin erzählt aber eine andere Geschichte. Im Mai 2014 erhielt sie einen eingeschriebenen Brief. In diesem Schreiben der Friedhofsbehörde wurde ich darüber informiert, dass ein Toter mit dem Nachnamen Tiburgo exhumiert werden soll. Da mein Vater aber erst im April verstorben war, dachte ich, dass das mit der Exhumierung ein Irrtum sein müsse. Ich rufe also den Friedhof an. Eine Frauenstimme sagt mir recht verlegen, nein, das ist nicht der Herr Tiburgo, den Sie meinen, da geht es um einen Toten aus dem Jahr 2008. Hatte Marzia abgetrieben. Ein Test hatte den Verdacht auf Trisomie ergeben. Marzia entschied sich gegen das Kind. Sie haben mir erklärt, dass der Körper vor 5 Jahren beigesetzt worden war und dass man dieses Grab jetzt freimachen müsse. Ich sagte, wie kann das sein? Niemand hat mir etwas davon gesagt. Und die Frau am Telefon sagte, Sie sind nicht die Einzige, viele sind in der gleichen Lage. Das ist also das Grab meines Embryos. Hier steht mein Name und das Datum der Abtreibung. Ich wusste nichts von dem Grab. Das Stofftier habe auch nicht ich hingelegt. Auch nicht die Blumen und das Herz. Wie viele Italienerinnen leben, ohne zu wissen, dass es irgendwo ein Grab gibt, das an eine frühere Abtreibung erinnert? Auf manchen italienischen Friedhöfen gibt es endlose Reihen kleiner Grabsteine mit dem Nachnamen der Frau und immer dem gleichen Vornamen. Celeste. Ein Name, der sich auf den Himmel bezieht. Eine Anklage gegen die Frauen. Die Provinzregierung der Lombardei wollte uns auf unsere Fragen zu dieser Vorgehensweise keine Antwort geben. Im Osten Europas hat die Kirche andere Bastionen, besonders in Polen. 40 Millionen Einwohner mit großteils tiefkatholischen Wurzeln. Dem Gesetz nach ist Schwangerschaftsabbruch in Polen in 3 Fällen erlaubt. Nach einer Vergewaltigung, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist oder das Kind eine schwere Behinderung hat. 2015 versuchte die konservative Regierung das zu ändern, musste aber nach Protesten zurückziehen. Auch in Ungarn hat sich die Regierung zum Ziel gesetzt, das Recht auf Abtreibung einzuschränken. Die Rechtsanwältin Julia Spronz sieht dahinter ein System.
Das erste Alarmzeichen war die neue Verfassung von 2011. Dort steht im Artikel 2, das Leben des Fötus sei von der Zeugung an zu schützen. Selbstverständlich folgt daraus als nächster Schritt, Abtreibung ganz zu verbieten. A sentence in your constitution, then the most logical way is that the next step is to ban abortion. Regierungschef Viktor Orbán könnte das mit seiner Zweidrittelmehrheit durchsetzen. Er weiß aber, dass die Öffentlichkeit anderer Meinung ist. 70% der Ungarn wollen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch nicht antasten. Deswegen wird eine andere Strategie versucht. Frauenministerin Katalin Novak wurde von Orbán dazu beauftragt. In allen Schulen Ungarns gibt es jetzt ein neues Fach, das Erziehung zum Familienleben heißt. Dabei lernt man, was es heißt, ein Kind auszutragen und eine Familie zu gründen und was es heißt, abzutreiben. Ich glaube, da muss man klar Stellung beziehen. Wie in Ungarn wird auch anderswo in Osteuropa verbreitet, dass der freie Zugang zur Abtreibung das Bevölkerungswachstum bremst. So zum Beispiel in Russland. Die Sowjetunion hat 1920 als erstes Land die Abtreibung legalisiert. Bis heute ist Russland das Land mit den meisten Schwangerschaftsabbrüchen. Die orthodoxe Kirche will gegensteuern. Unter den Gläubigen sind mächtige Männer wie Konstantin Malofejew. Ein Oligarch, der nicht nach Europa einreisen darf, weil er in der Ukraine bewaffnete Separatisten finanziert haben soll. In Russia, our trend is back to orthodoxy, back to tradition, back to Christianity. It's becoming better. In Russland gibt es hier einen Trend zur Orthodoxie, zur christlichen Tradition. Europa stirbt, es verschwindet. So wie der Westen unter Ronald Reagan im Namen des Christentums das Reich des Bösen bekämpft hat, den Sowjetkommunismus, so liegt es jetzt an uns, die liberale Gefahr aus Europa und Amerika zu vertreiben. Wir können jetzt unseren christlichen Brüdern etwas von dem zurückgeben, was sie uns vor 30 Jahren gegeben haben. Wie weit will Konstantin Malofejew gehen, um seinen christlichen Freunden zu helfen? Nach Dokumenten, die uns zugespielt wurden, hat der spanische Pro-Life-Aktivist Ignacio Arzuaga den russischen Oligarchen um Hilfe für seine Bewegung Citizen Go ersucht. In einem Brief an Herrn Malofejew verlangt Ignacio Arzuaga 100.000 Euro. Finanzieren Sie Pro-Life-Gruppen in Europa? Nein, nur in Russland. Unsere Unterlagen zeigen aber, dass Bewegungen wie Citizen Go von Ihnen unterstützt werden. Von mir persönlich? Das glaube ich nicht. Sie sollten mir das zeigen. Wollen Sie es sehen? Zeigen Sie es mir. Da ist zuerst ein Brief, in dem er Sie um Geld bittet. Vielleicht haben Sie uns gebeten, aber soweit ich weiß, haben wir nichts unterschrieben. Ich bin nicht der Direktor meiner Stiftung. Aber wir haben Sie meines Wissens nicht finanziert. Was sagt der Betroffene? Sie haben Konstantin Malofejew um 100.000 Euro gebeten? Stimmt, aber wir haben keinen Euro bekommen.
Dabei ist das von den Spaniern vorgeschlagene Abkommen sehr detailliert. Im Gegenzug für die Spende von 100.000 Euro verpflichtet sich Citizen Go, einen Vertreter von Malofejew in den Vorstand zu setzen. Einen Monat später scheint im Vorstand ein gewisser Alexei Komow auf, die rechte Hand von Malofejew. Der Vertrag scheint also erfüllt worden zu sein. Es gibt da auch noch einen Vertragsentwurf. Ja, wir haben das, wie gesagt, nicht unterschrieben. Jetzt sind diese Leute aber in ihrem Vorstand. Nein, Konstantin ist nicht im Vorstand. Aber dafür Alexei Komow, der für Malofejew arbeitet. Stimmt. Da es im Vertrag heißt, dass Komow im Gegenzug für die Spende in den Vorstand kommt, kann man sich Fragen stellen. Diese Informationen wurden gestohlen. Sie dürften sie nicht veröffentlichen, das sind private Unterlagen. Aber ich kann Sie fragen, ob das stimmt. Ja, fragen können Sie mich. Aber Sie können nicht Informationen verwenden, die gestohlen wurden. Und noch einmal, von Konstantin Malofejew haben wir keinen Euro bekommen. Geld aufzutreiben ist für die Anti-Abtreibungsgruppen sehr wichtig. Besonders in den USA werden für ihr Anliegen große Summen locker gemacht. Der Kampf zwischen Pro-Life und Pro-Choice, zwischen Abtreibungsgegnern und den Verteidigern der Entscheidungsfreiheit, wird hier besonders heftig geführt. In der Regierungszeit von Donald Trump ist der Konflikt weiter eskaliert. Zum ersten Mal trat ein Vizepräsident offen dafür ein, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch abzuschaffen. Life is winning again. In Amerika gewinnt wieder das Leben. Be assured. Seien Sie sicher, dass wir nicht aufgeben, bevor wir die Kultur des Lebens wieder eingeführt haben. Für uns und die Generationen nach uns. Diese Gruppen gab es immer. Aber seit Trump sind diese bisherigen Randgruppen zur Norm geworden. Dass sie jetzt in Europa investieren, ist besorgniserregend. Man muss wachsam bleiben und handeln. Ein Beispiel ist das Europäische Zentrum für Gesetz und Gerechtigkeit. Eine NGO, die sich besonders gegen das Recht auf Abtreibung engagiert. Gregor Pupping ist ihr Chef. Nous demandons l'intégration. Wir fordern eine ethische Klausel, die es der EU verbietet, Aktivitäten zu unterstützen, die das Leben zerstören. Offiziell sitzt das Zentrum für Gesetz und Gerechtigkeit in Straßburg. Aber alle Spenden werden in Dollar angegeben. Es stellt sich heraus, dass hinter dem Europäischen Zentrum für Gesetz und Gerechtigkeit eine amerikanische Organisation steckt. Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Im letzten Jahr, für das wir genaue Zahlen haben, 2015, gab die amerikanische Organisation 1,3 Millionen für die europäische Zweigstelle aus. Es gibt auch ein slawisches Zentrum mit Sitz in Russland. Und insgesamt bekommen die europäischen Zweigstellen 2 Millionen Dollar im Jahr. Zwischen 2013 und 2015 wurden fast 4 Millionen Euro aus den USA nach Europa überwiesen. Gregor Pupping vertritt also die europäische Niederlassung einer amerikanischen NGO.
An der Spitze dieser Organisation steht J. Allen Sekulow. Der Anwalt gilt laut Time Magazine als eine der 25 einflussreichsten Evangelikalen der USA. Einmal in der Woche präsentiert er im Radio und Fernsehen seine Show. Jay Sekulow Live. 2 Stunden ultrakonservative Predigt. And now, Chief Counsel for the American Center for Law and Justice, Jay Sekulow. Das Repräsentantenhaus hat mit knapper Mehrheit ein neues Gesundheitsgesetz beschlossen. Damit wird etwa die Finanzierung von Familienplanung gestoppt. Ich bin sehr froh, dass wir gewonnen haben. Wir alle haben sehr dafür gekämpft. Ein echter Sieg. Nach seinem Übertritt zum Christentum und seiner Parteinahme gegen Abtreibung arbeitete er als Anwalt für Donald Trump und verteidigte ihn in seinem Amtsenthebungsverfahren. Das Zentrum für Gesetz und Gerechtigkeit ist eine mächtige Lobby, aber nicht die einzige. Es gibt noch ein größeres Netzwerk, das weltweit alle Pro-Life-Gruppen zusammenführt. Der Weltrat der Familien, der sich einmal im Jahr trifft. Ich begrüße Sie zur 11. Konferenz des Weltrates der Familien in Budapest. Wir wollen das menschliche Leben von der Zeugung bis zum Tod schützen. 3 Tage lang beraten die Abtreibungsgegner. Unter den Teilnehmern ist auch der Spanier Ignacio Arzuaga. Against our children and against our freedoms. Dieses Jahr ist Ungarn der Gastgeber, das Land des Viktor Orban. Er wird eine programmatische Rede halten. Wir haben die Balkanroute geschlossen. Während wir von immer mehr Zuwanderern umzingelt werden, sinkt unsere Bevölkerung. Unser Ziel sind jetzt mehr und mehr Geburten. Ich wünsche Ihnen gute Zusammenarbeit und Beharrlichkeit. In den USA haben die radikalen Abtreibungsgegner mit der Abwahl von Donald Trump einen Rückschlag erlitten. Aber der Kampf gegen die Entscheidungsfreiheit von Frauen wird weitergeführt und das internationale Netzwerk dahinter wird immer dichter. Ein Modell zeichnet sich ab, eine geschlossene Gesellschaft, die von Grenzen und Kontrolle träumt. Das Recht, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden, hat in diesem Modell keinen Platz.